Ich finde dieses kirchlich orgelhafte im Hintergrund eigentlich ziemlich geil. Auch wenn die Lichtwesen ein bisschen schade sind. Ich fände es cooler, wenn es andersrum wäre. Aber man weiß ja, wie es ist. Dann wäre es ja nicht cool. Also wenn wir jetzt hier so eine heilige Kriegerin wären. Und wir gegen die Kreaturen der Hölle kämpfen würden. Außerordentlich Zug vorkommt von dir, mich nicht nach dir suchen zu lassen, Bayonetta. Bitte verzeih mir meinen früheren Übergriff und die mangelnde Gastfreundschaft. Audito, Fortitudo. Gefällt dir der Drache, Justin? I'm sorry. I forgot to mention one of the reasons I hunt your kind. You're much too ugly not to put out. Ihr seid viel zu hässlich, um euch nicht mit euch anzulegen. Du forderst uns mit dunklen Künsten heraus. Egal wie alt, Hexen lernen nie dazu. Flatter dich, Federfratze. Au. Ja gut, kann man mal machen, ne? Au. Kann ich denn mal nah an den ran? Der kann sich bestimmt selbst einblasen, vor wie der den Hals verbiegen kann. Au. Du feige Ratte. Yo. Yo!
Legit weg. Au. Ich hab doch... Na komm her, du Lümmel. Au. Ich bin noch ausgewichen. Au. Ich treff den halt auch nicht, ne? Also nicht richtig. Eieiei. Na, wenn wir irgendwelche Objekte nehmen, ne? Er hat gefressen. Ich hoffe, die spawnen wieder nach einer Weile nach. Na komm. Na komm. Ja. So. Sau. Kolosseum kann man einfach mal. Lolli! Also hier, wer Bayonetta den Lolli klaut, der ist... Das geht ja natürlich gar nicht.
Au. Ich bin noch ausgewichen. Au. Oh. Liegt das an der Switch-Version? Ich weiß es nicht. Man müsste es eigentlich mal mit der Steam-Version vergleichen. Bei dem Angriff überhaupt ausweichen? Ja, eigentlich schon. Ist eigentlich zwar schon längst tot, aber... Aber geht natürlich nicht ohne Finish. Auch ohne das Samus-Kostüm hätten wir jetzt mehr Haut gesehen, Leute. Hallo Vogel! Ja, kannst du mal sehen, wir haben so einen richtig coolen Mondvogel. Und was kriegt die Sailor Moon? Ha, so eine kleine schwarze Katze namens Luna. Das ist schwach. Die Skins passen wirklich null ins Spiel. Die machen auch irgendwie diese ganzen anzüglichen Sachen für das Berühmte halt echt kaputt. Wenn du einen Dämon rufst, verlierst du deine Klamotten nicht oder sonst was. Und. Ich weiß es halt echt nicht. Ich, Fortitudo, bin nur ein einfaches Opfer auf dem Weg der Wiederauferstehung der Schöpferin. Möge die Schöpferin Jubiläus dich auf deiner Reise begleiten. Oh, Lolli ist leer. Ich muss erstmal einen neuen Lutscher besorgen.
Alter Schwede, ich verbrauche viel zu viel Stuff. Oh, ich krieg kaum... Ich krieg halt einfach nichts ab, ne? Warte mal, 65 Münzen minus 8000 plus Bosse. Ja, da müsste ich doch eigentlich ordentlich was kriegen, oder nicht? Shit. Ja, war nicht so geil. Viel zu viel verballert. 31.000. Hä? So, bevor wir jetzt das nächste Kapitel spielen, ziehe ich diese scheiß Kostüme aus. Bei aller Liebe. Was hältst du von den Kostümen, Yuna? Ich meine, wir können die Kapitel verschieden spielen. Das ist ein typisches Hack and Slay, um unseren Score zu verbessern. Könnte ich auch fürs Let's Play oder fürs im Stream jetzt schwierig, aber fürs Let's Play zum Beispiel könnte ich das machen. Aber ich spiele das Spiel. Ich nehme es so mit. Wenn ich verkacke und scheiße bin, dann kann ich mich nicht mehr daran anders da ergötzen. Where the hell am I? I'd better have got frequent flyer miles for that flight. Das sieht alles so ziemlich mondartig aus. Ich habe das Gefühl, dass du hier in den Ruinen deiner Hexen bist. Obwohl dich ja alle ausgestoßen haben, angeblich. Aber hier gibt es bestimmt irgendwas, was du lernen kannst. Hat er gerade Bad Boy gesagt? Yeah, I'm a bad boy. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Oh, die Filme muss ich mal wieder gucken. Hier gibt es eine mächtige Barriere, die auf der anderen Seite ist etwas. Habe ich das jemals mal geöffnet? Au. Warum hört er sich an wie eine Kuh? Der eine brennt, der andere blitzt. Grace and Glory. Wie ist klar, ne? Alter, das war knapp. Das sieht wesentlich besser aus.
Aber ich krieg auch, ich finde auch nicht so viele Brautzutaten, ne? Oh yeah! Yo, das hat die Krallen komplett verbraucht. Schade, aber richtig cool. Muss ich ja sagen. Ernsthaft, das geht. Ich meine, ich will mich nicht beklagen. Bayonetta so schwer, dass es alles abkackt, oder was? Ein Lippenstift. My lipstick. Nothing. Damn. What the? Ein Mädchen ohne Lippenstift? Wie ungewöhnlich. Oder was meinst du, Cheshire? Und noch seltsamer ist, wie sich ein Kind wie du nur so lange in dieser Stadt über Wasser halten konnte. Und was kümmert sich eigentlich, wie es mir geht? Klar, das Auferstehungsfest findet hier erst. Ich finde auch ist auch verständlich. Schließlich wirst. Was wäre das nun? Alte 500 Jahre abgehalten, abgesehen davon, wenn man so gut aussieht wie ich, ist die Sicherheit kein... Was? Bei einem Killer wie dir allerdings. Ich bin mir sicher, du hast einen Weg gefunden. Die hört immer nicht zu. Ich bin es ein bisschen schnell. Also normalerweise, mein Lesen ist ja nicht so schlecht. Würde ich mal schätzen. Aber das finde ich ein bisschen übel. Go freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me and what you've done. You'll have to fess up to it all. I can't wait. Ich kann's gar nicht erwarten, bis du bekommen hast, was du suchst. Let me guess. You want a cut? Well, if you're still alive by then. Ja, wenn du überhaupt noch am Leben bist, naja, dann kannst du mal meine Brust. Kannst du ja mal an meine Großzügigkeit appellieren. You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame, because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you. Wenn ich dich ansehe, dein wahres Ich, sehe ich die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du meinen Vater auf dem Gewissen hast. Es ist mir egal, ob mir jemand glaubt oder nicht. Die Wahrheit kann keiner leugnen. Die Wahrheit befreit mich von diesem schwarzen Fleck in meinem Leben. Mit der Wahrheit werde ich dich auch ans Ende der Welt verfolgen. Und dann habe ich gewonnen. Ja. Und all dies werde ich vollbringen, ohne mich auf dein... Was? Denn ich bin schließlich keine herzlose Hexe. Ganz im Gegenteil zu dir. Brech ihm doch einfach das Bein. Du würde keinen Zwang an. Du würdest mir nur beweisen, was ich über dich gesagt habe. Naja, außerdem würdest du einer reizenden jungen Dame das Herz brechen. Das interessiert die einfach mal gar nicht. Aha. What the? Der hat gerade das Leben gerettet. Auf einer sehr charmanten Weise. Ja. Das nennt man. Das ist ein neuer Wrestling-Move. Das nennt man den verführerischen Reiter. Alles klar.
Oh, so ein Blitzköter. Fearless Dominions. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was für Viecher das sein sollen. Oh, die beiden sind echt übel. Yo. Aber die haben auch dieses komische Jaulen. Das wird sein Mund wirklich die Wirbelsäule rausreißen. Dieses. Ich bezweifle aber, dass das Tiere sind. Ich hätte gerade Big Slave gesagt. Bin ich der? Boah, komm schon. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich hätte gar nicht gegen die kämpfen sollen. So. Und nun? Damit kann man also Tag und Nacht machen. Hallo, Mr. Mond. Diese Reise wird interessant. Au. Warte mal, soll ich ihn mitnehmen? Okay, das wäre cool. Ja, wollte schon sagen. Die beiden. Au.
Wenn die nicht aussehen würden wie Käfer, wären sie ja ganz cool, aber so? Harmony? Na toll. Oh, mal wieder ein Höllenge... Aua. Ich bräuchte mal wieder irgendwas, was mich heilt. Ein Höllengate oder so. Okay. Gut. Oh ja, Kettensäge. Kettensäge, Kettensäge und ein Güsschen. Schön. Mehr Energie. Habe ich noch die Kettensäge? Warte mal, kann ich hier? Hier ist doch was. Ups. Ja. Yeah. Was haben wir hier? Mondperle. Und mehr Energie. Okay, warte mal. Kann ich nicht hier irgendwo noch rüber? Hier. Ja, ich muss unbedingt Items kaufen. Das wird ja echt... Ups. But no need to pity me. I was bored anyways. Ja, ja. Go whip some things into shape for you. So, was hast du denn diesmal? Er kommt aber immer ganz schön gut durch zurück, ne? Also er hat es nicht einfach. Diesmal war es knapp. Dem Kerl hat es vielleicht sogar dein Meister gefunden. Wow, was war das? Was ist das? Cool Cedra. Zubehör, Sergeys Liebe. Sergey macht Liebe mit Ziege. Entschuldigung. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Kann ich noch irgendwelche Techniken kaufen? Absatzgleiter. Umbra-Portaltritt. Hexendrehung. Das sieht schon interessant aus. Aber was hat denn... Umbra Eleganz. Dieses Hexenparfüm besteht aus einzigartigen Duftstoffen und verwandelt dein Outfit in ein perfekt zu kurier passendes Emblem. Okay, habe ich jetzt ein neues Kostüm freigeschaltet? Ich glaube, die internen Outfits, die du freischaltest, passen wesentlich besser. Typ B und Waffentyp A.
Ja, das passt ganz gut. Du musst während des Hexentrainings, das muss während des Hexentrainings benutzen. Wenn ich drauf trete, spüre ich den Hauch einer Bewegung. Wundere mich, dass Bayonetta mit ihren Outfits überhaupt auf der Switch released werden durfte. Ja gut, Bayonetta 2 wurde ja ausschließlich für die Wii U gemacht. Ah, jetzt weiß ich's. Ja gut, warum nicht, ne? Nintendo hat ja sowieso schon gesagt, dass sie ein bisschen, dass sie den Kram so ein bisschen Kinderkonsole abschreiben wollen. Und ich meine, denk ich mal so, warum nicht, ne? In der Regel hast du ja eine Altersfreigabe. Aber du musst halt bedenken, Bayonetta 2 und 3 sind Nintendo only. Die kriegst du auf keiner anderen Konsole. Wundert mich, dass auf der Switch released wurden, weil Bayonetta 2 war eigentlich ein Wii U-Titel. Okay, das Schild erinnert mich irgendwie so ein bisschen an God of War. Das Schwert ist auch nicht schlecht. Aber ich wundere mich, dass es überhaupt scharf ist. Au. Au. Kann man mal machen. Ich habe ein Problem. Nee, habe ich nicht. Nicht mehr. Ernsthaft, eine Kugel hat geschrien. Mondschein, yay, jetzt kann ich wieder. Warum hat Zählermo nicht solche Kräfte? Was war das? War das Shenlong? Aua. War das Shenlong für Arme oder was? Na komm her, du Lümmel. Eieiei. Das Interessante, wo ich ja, was man ja eigentlich, was ich hätte von Nintendo nicht erwartet, ist ja eher, dass diese
diese Daisy und Peach Kostüme, dass die ja doch ziemlich freizügig, also freizügiger sind als Bayonettas eigenes. Wie heißt, als Bayonettas eigenes Kostüm. Und dadurch, dass es halt hier auf dem, weil auf, in der Steam-Version von dem Spiel gibt es diese Outfits halt nicht. Aber ich kann doch bestimmt auch hier rein, oder? Wie? Ich war da schon drin! Warum bin ich denn wieder rausgeglitten? Das hört sich so falsch an bei dem Spiel. Ah, deswegen. Ich muss hier das Ding reparieren. Gibt's hier noch irgendwas? Hier, das hier noch. Teil einer brutal zerstörten Hexenstatue. Eine Energiequelle hindert sie daran. Das war mir so klar. Ah, weg mit dir, du Lümmel. Au. So, kann ich jetzt... Super. Danke. Ja, die Peitsche. Au. Kann ich hier runter? Muss ich hier runter? Ah ne, da unten war ja, glaube ich, eine Challenge, ne? Meine ich. Oh, die war übel, glaube ich. Alfheim. Oh, daran kann ich mich erinnern. Das habe ich so extrem oft probiert. Da habe ich auch bei YouTube einen Strike bekommen, weil ich die Mortal Kombat... Die begrenzte Tritte und Schläge. Ja. Das war was. Da war ja was. Ich darf nur begrenzte Tritte und Schläge machen. Und das war echt übel. Aber das geht mit dem Schwert, weil das halt richtig Damage macht, wenn du es auflädst. Alter, fick doch die Hände. Warum machen die so eine Kombo? Gut, ich bin auch nicht mit den besten Voraussetzungen hier reingekommen. Ja, natürlich. Das ist doch scheiße. Kann ich auch wenigstens mal geheilt werden? Das ist blöd. Das ist eine richtig schlechte Voraussetzung, dass er das nicht... Modus Herausforderung? Ja. Bringt halt nichts. Dann gib mir doch wenigstens eine faire Herausforderung.
Und was ist das Grüne da? Natürlich. Ich darf nur dreimal getroffen werden. Ich glaube, das liegt gar nicht am Leben. Aber dass die trotzdem so eine Kombi raushauen können, das ist echt übel. Leck mir doch die Rosette wund, du verfickter Lappenkodex, ey. Alter, was für eine Scheiße soll das denn sein? Vor allem, wenn es zwei Gegner sind, die begrenzt angreifen. Ja, klar, natürlich. Natürlich, warum denn fair machen? Alter, immer solche Stellen, die dich einfach nur richtig vergewaltigen wollen. Vor allem diese Gegner, ne? Oh, fick doch deine Mama ins Kniewund, ey. Warum muss sie denn beim Aufladen direkt ein Schwert machen? Ne, die Peitsche kann sie hier vergessen. Ohne aufgeladene Angriffe bist du hier gefickt. Darfst du auch mal zielen? Wenn es schon kein Anvisieren gibt. Ich darf keine dritte mehr verwenden. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Alfheim kann mich mal am Arsch lecken, ey. Was haben die sich dabei bloß gedacht? Ja gut. Solche Entwickler denken nicht. Die denken, friss oder stirb, dein Geld habe ich sowieso schon. Weißt du zwar nicht, warum mich der Wind jetzt hier rausgeholt hat. Sterbe an Windschlangen. Na toll, noch so ein komischer Drachenvogel. Kriege ich hier auch irgendwas, was mir hilft? Nee, ne? Ich bin dazu verdonnert zu sterben.
Au. Ich kann nicht schneller rennen, also. Was wollt ihr von mir? Ja komm, die fünf würde jetzt auch noch rennen können. Ich hab mal die jetzt richtig einschnurzen lassen, so richtig schön. Das wäre lustig gewesen. So eine kleine braune Rauchwolke aus dem Arsch. Er sieht aus wie Backfisch. Fans von mir wissen, was ich meine. Au. Ja gut, ne? Was soll ich denn großartig machen? Dafür, dass man aber einen Punkteabzug bekommt, wenn man Items in so einen Kram ansetzt, sind die Kapitel aber doch relativ lang, ne? Warum kann ich keine Hexenzeit bekommen? Ein visierter Gegner, hallo? Kommst du auch? Okay. Kann man mal machen. Ja, ist der beste Feind der Schlange. Der Vogel. Mmh. Auch nichts anderes als ein großer Wurm. Ach, wie Bayonetta es einfach immer übertreibt. Ich liebe es. Das liebe ich an dem Spiel. Obwohl im dritten Teil haben sie es echt, glaube ich, richtig übertrieben. Oh nein, ich habe schon wieder die... Jetzt will ich nochmal zum Tor der Hölle. Könnte interessant sein. Bald erhältlich. Durgra-Variation oder war ich? Ich habe keine Ahnung. Vor allem habe ich gar nicht so viel, ne? Oh, ich habe noch einen grünen Lolli. Aber warum sagt mir das keiner? Ich bin echt am Überlegen, das vielleicht umzuschalten. Dass ich doch vielleicht das Leichte nehme, weil ich echt schlecht bin. Ich weiß aber nicht, warum, wenn ich so komplett alleine spiele, ohne jetzt Stream oder Aufnahme oder sonst was, dann komme ich eigentlich gut klar. Muss ich ganz ehrlich, also traurigerweise gestehen, und ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären. Soll das auch keine Entschuldigung sein? Ich meine, es ist bekannt, dass ich schlecht bin. Noch ein Hexenherz. Wunderbar. Kommt der zweite. Ich
Na komm, wo bist du? Weil du feiger Lümmel. Au. Ja, Alter, was macht der für... Ja, warum hat er mich jetzt noch getroffen? Der war doch eigentlich tot. Da fragen wir mal nicht. Ein bisschen Leben. Wann war den Elementen ausgesetzt und ist ziemlich marode. Mit ein bisschen Kraft lässt er sich zerstören. So, Objekte. Ups. So, wunderbar. Jetzt mit dem Menü verstehe ich halt auch kaum, dass man mit B nicht einfach komplett zurückkommt. Was bist du denn? Oh, Tentakelmonster. Ikidigit. Den Pro-Controller, warum? Zeigt er mir diese komische Switch-Steuerung an? Das ist leicht verwirrend, wenn irgendwelche Schultertasten oder Touch-Dingsbums angezeigt werden. Was hat das zu bedeuten? Dies ist nun schon das zweite Mal. Ich wünsche eine Erklärung für das Einmischen in unsere Angelegenheit. Die einzige, die sich irgendwie einmischen, sind deine unfähigen Speichellecker. Ich gehe mit der Situation so um, wie ich es für richtig halte. Deine Hilfe ist nicht erforderlich. Hallo, John. Ich nehme an, dein Besuch hier hat dir neue Kräfte verliehen. Fühlst du dich besser, Bayonetta? Wer bist du? Und wehe, du erzählst mir nun, du seist meine verschollene Schwester. Schwester, eine blühende Fantasie hast du. Du und ich, wir beide haben eins um das Juwel auf der Krone des Throns von Umbra gekämpft. Und nun, da unser Dornröschen wieder wach ist, können wir diesen Kampf zu Ende bringen. Loch an Loch, das hört sich falsch an. Lass uns die Beine bescheren. Okay. Würde aber stimmen. Ja, glaube ich. So wie dieser eine Witz von Garen aus League of Legends. Wenn du da slash J drückst oder Steuerung 1, 2. Oder war das bei 4? Ich weiß es nicht.
dann, und dann macht er so einen Handstand mit einer Hand und macht und sagt, schaut an, ich habe die Welt in meiner Hand. Ja, der war auch einen süßen Arsch. Ach Mädels, ihr müsst ja nicht um uns kämpfen. Justin ist Manns genug für euch beide. Au. Nicht mal in Ruhe kämpfen? Also entweder bin ich extrem versaut oder spiele extrem versaute Spiele. Du meinst nur, wie ich schmunzeln musste, als ich gelernt habe, dass es in Harry Potter den Club der kreuzen Stäbe gibt. Du bist noch nicht so weit. Ist sie wirklich gegen uns? Ich meine, wenn die uns fangen und fertig machen will, dann könnt ihr das schon längst tun. Oh, hallo Miezekätzchen. Schmetterling, Motten. Und die kann fliegen, was sie alles kann. Das ist eine Tierwandlerin. Das ist eine Frau für Furies. Ah, Bayonetta kann das auch, okay. Zweimal ZR beim Rennen. Okay. Okay. Ich glaube, das war Panther oder Panthergestalt, ne? Das war kein Löwenschrei. Ja, ich krieg nur Steindruck, wenn das kannst du bei mir echt vergessen. Vielleicht sollte ich mal zwischendurch die anderen Sachen mal verbessern. Nebenher ein bisschen farmen.